Damit sind wir dann in Highford angelangt. Ich werde euch bei Nacht nicht in die Burg lassen. Achso, wir könnten uns auch mal Stan einstellen. Gut, dann machst du das halt nicht. Dann lassen wir es jetzt wieder Tag werden, denn der gute Hero hat ja einen Time-Warp-Zauber. Ich war sogar der Meinung, dass der eigentlich fragt, ob man die Nacht dann da verbringen will. Naja. Das ist unsere Heimatstadt Highford. Müssen wir wirklich in diese Burg? Ja. Verdammt. Ich wusste es. Die famöse Flöte, oder? Um dir die Wahrheit zu sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich hier wieder herkomme. Je wieder herkomme. Oder nie beabsichtigt, hier wieder herzukommen. So. Wer ist da? Ich werde nicht erlauben, dass irgendjemand als anderes als Highlander diese Burg besuchen. Verschwindet. Hä? Du? Chief Stan? Du bist am Leben? Ich bin nie wieder ein Chief Gain. Chief Stan? Ich war mir so sicher, dass du bei dem Krieg von Gonheim oder Gunheim getötet wurdest. Ah. Es wäre wohl besser gewesen, wenn ich getötet worden wäre. Aber du bist zu Hause. Chief. Jeder wird glücklich sein. Sie werden sagen, der Chief ist zurückgekehrt. Nun hör mal zu, Gain. Ich bin nicht mehr dein Chief und ich bin auch kein Held. Ich bin nur irgendein Hampel, der davongelaufen ist. Der Held vom Gunheim ist auf jeden Fall Turbo. Er hat bis zum Ende gekämpft. In diesem Kampffeld der Hölle. Auf diesem Kampffeld der Hölle. Wie geht's ihm? Ist er... Wird er bald zum General ernannt? Nun... Wie auch immer, willkommen zu Hause. Turbo war schon darauf aus, dich zu sehen. Das ist unglaublich. Nothing's impossible. It's no good. Das ist nicht gut. Wie soll ich ihm mich nur gegenüberstellen? Es war ein Fehler, nach all der Zeit wieder hierher zu kommen. Du wirst die Prinzessin nicht sehen? Ich kann ihm nicht gegenübertreten. Ich hätte einfach nicht zurückkommen sollen. Richtig, Gain. Tut mir leid, Jungs. Wir haben ein kleines Problem. Also... Werdet ihr die famöse Flöte holen? Egal, was die anderen sagen. Stan ist immer mein, wird immer mein Chief sein. Und darum habe ich entschieden, dass die Freunde des Chiefs auch meine Freunde sind. Also, besucht die Burg. Nur herein. Ja, das tun wir jetzt auch.
Ich bin mir gerade nicht schlüssig, ob es besser wäre, ob es gut ist zu speichern. Oder besser nicht. Ja, machen wir es einfach mal. Nicht. Ja, ich habe nämlich Angst, dass ich den Kampf gegen Turbo nicht gewinne, weil ich nicht weiß, was Stan für ein Level haben muss. Und vorläufig haben wir jetzt noch gar nicht so viele besondere Gelegenheiten, hier irgendwas zu machen. Wir marschieren jetzt einfach mit den Kollegen zusammen zum Thronsaal, bin ich der Meinung. Das ist ein Kriegsplanbesprechung, die dann abgehalten wird. Genau jetzt. Du wirst Probleme bekommen, wenn du hier einfach ohne Erlaubnis eintrittst. Ja, mir doch egal. Okay. Lasst mich euren Widerstandsreport hören. Von der Südwestdivision. Wir haben nicht mehr genug militärische Streitkräfte. Und genau deswegen sind wir in die Bredouille geraten. Eine Attacke geschlagen worden, dann wird die nächste auch niedergestreckt. Sendet Soldaten aus jedem Kriegsbereich. Wir müssen sie überrennen durch die große Anzahl unserer, also durch die große Anzahl unserer Soldaten. Ja, aber wenn wir das so weitermachen, dann werden wir auf keinen Fall gewinnen. Ich weiß gerade nicht, was Shinoda ist. Entschuldigung. Und hätten wir Veteranensoldaten, dann wäre es eine Sache, aber wir haben nicht als blutige Anfänger. Still! Ich will keine Entschuldigung mehr hören. Verfolgt weiter die Ziele, egal was es kostet. Aber oink, schön in die Presse gekriegt von Shukkei. Ich werde es nicht dulden, wenn er mich noch einmal anspricht. Ihr Soldaten, das Einzige, was ihr tun sollt, ist zu kämpfen, wie ich es euch sage. Und ihr macht euch keine Sorgen, das Geld, für welches ihr euer Leben lasst, wird weise für dieses Land eingesetzt. Schon bald wird eine unglaubliche Waffe komplettiert. Und wenn das geschehen ist, dann können wir Adieu zu dem Leben Dann können wir wahrscheinlich quasi Adieu sagen zu den Leben, die unsere Soldaten lassen. Wir werden einfach die Welt erobern. Versteht ihr? Und jetzt geht. Oh. Hä? Wer seid ihr, Typen? Leute wie ihr haben keine Berechtigung hier zu sein. Wir sind mitten in einem Kriegsplan-Meeting. Ihr werdet ja wohl nicht sagen, dass ihr nichts gehört hättet.
Ja, verschwindet mal, nicht? Ich denke nicht, dass sie irgendwas Wichtiges gehört haben, aber... Ja, man kann nie vorsichtig genug sein. Besonders was Geheimnisse... Was die geheime Waffe angeht. Ich kann nicht zulassen, dass da von etwas rauskommt. Oh Mann, die sind so spät. Jack, was macht er nur? Stan? Was ist mit deinen Gästen geschehen? Ich bin ein wenig besorgt. Vielleicht solltest du nachsehen, was passiert ist. Ja, ich werde einfach losgehen und schauen, was ist. Was passiert ist. Oh, aber nimm dich vor Shub Kay in Acht. Shub Kay? Sie ist an dieses Schloss gekommen, während du weg warst. Und sie hat sich ziemlich schnell nach oben gearbeitet und jetzt ist sie General. Oh ja. Okay, werde vorsichtig sein. So. Jetzt gucken wir nochmal, was hier gibt. Quicklash. Mother Dagger. Haben wir. Weniger. Prima. Und Extract. Ja gut, es ist jetzt... Haben jetzt keinen Nutzen durch die Sachen, aber egal. Ich sage immer, Sachen sind Sachen. Ja. Verdammt müde gerade, das ist unglaublich. Ich will gleich richtig konzentrieren. So, haben wir den. Ja, da können wir eigentlich die Sachen hinbringen, erstmal. Ich kann es aber auch verkaufen. Ja, macht mehr Sinn. Willkommen im Team-Shop. So. Das haben wir schon. Die kommt auch weg. So, dann können wir uns hier nochmal ein paar Sachen holen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall... So. Reverse Curse. Sofort sich auch mitnehmen. Treatment for Zombie nehmen wir auch mal mit. Das haben wir 9-mal. Smoke. Ah. Auch mal 2 davon mit oder was. Aber 42-mal, das sollte reichen. Ja. So. Und dann geht's auf. Oh. Da ist jemand, der genauso aussieht wie dieser Typ, den ich kenne. Stan. Die Stimme. Turbo? Was meinst du, Turbo? Ist das, das ist wirklich Stan? Du hast eine Menge Nerven, hierher zurückzukommen. Du dummer Affe. Es tut mir leid, Shubo. Ük. Oh, es tut dir leid. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es für mich ist, seitdem du fort bist. Dafür werde ich dich bezahlen lassen. Ja, ich hoffe, das macht er nicht wirklich, weil ich nicht mehr weiß, ob er... ich weit genug aufgelevelt bin. Das einfach mal aus. So. So, jetzt schon mal gewesen. Der aber auch. Der macht das leider 2-mal.
Alter, slammt schon wieder. Penner so. So, jetzt werden wir uns aufladen. Schakos. So, Flame können wir. Oh, machen wir mal Flame. Das zieht auch nicht viel mehr. Ach, okay, dann sind wir gut gelevelt. Alles klar.